Begegnung des Alpha Jet und der VfW 614. Um diese beiden Prototypen auf einen Blick vor die Kamera zu bekommen, musste die Infofilmschau schon ein spezielles Ereignis wahrnehmen. Das Treffen der europäischen Testpiloten. Dass es sich hierbei nicht nur um ein militärisches Meeting handelt, zeigt die VfW 614 demonstrativ. Diese deutsch-holländische Gemeinschaftsentwicklung ist ein Kurzstreckenverkehrsflugzeug für 44 Passagiere. Besonders spektakulär, die Maschine ist bereits heute so leise, wie es erst in 2 Jahren Pflicht sein wird. Während diese Zukunftsmusik bereits jetzt in Serie geht, warten die meisten anderen Prototypen auf ihr Up, Up and Away. Für die militärischen und zivilen Testpiloten gibt es noch keinen Kampf um den Arbeitsplatz, höchstens um den besten Schleudersitz in der Maschine. Auf dem Gelände der Erprobungsstelle 61 der Bundeswehr für Luftfahrtgeräte in Manching wurde ihnen das Neueste vom Neuesten geboten. Manches, was sie 2 Tage lang bei Vorträgen in München gehört hatten, konnten sie hier überprüfen. Dieses Testpiloten-Meeting findet einmal im Jahr statt und ist nicht nur ein erlaubtes Spionieren, sondern auch ein Erfahrungsaustausch. Dass trotz dieser Ansammlung von Starpiloten nicht der Routineflug unterschätzt werden sollte, darauf weisen so nebenbei diese 4 Phantoms hin. Doch seien wir ehrlich, bei diesem Bilderbuchstart geht der Pulsschlag höher. Der Alpha Jet hat seine erfolgreiche Erprobung fast schon ganz hinter sich. Und diese Rolle soll wohl auch die Skeptiker vom fliegerischen Können der Maschine und des Piloten überzeugen. Als letztes Flugobjekt zeigt sich die VAK 191B von ihrer Schokoladenseite. Der Senkrechtstarter demonstriert, dass er fast alles kann. Seit dem Erstflug 1971 sind mancherlei Probleme aufgetaucht, doch das Interesse an diesem Typ ist nie untergetaucht. Zurzeit läuft sogar ein deutsch-amerikanisches Erprobungsprogramm. Besonders die US Navy hat ein Auge auf die VfW Fokker-Entwicklung geworfen. Als wollte sie sich für das Interesse bedanken, verbeugt sich die VAK 191B. Was auch immer aus diesem Senkrechtstarter werden wird, eines hat er für die Zukunft schon eingebracht. Das vollkommen neue Steuerungssystem wurde von den Testpiloten gerade auch wieder bei diesem Erfahrungsaustausch in Manching als so umwälzend gut befunden, dass es auch in der zivilen Luftfahrt Anwendung finden wird.